Skaten, Leute! Die haben sich erschrocken. Wir sind gerade auf dem Weg zum Park. Das ist mein Cardio für heute, Leute. Ein bisschen spazieren hier mit den Kids, im Park spielen, Sonne tanken, bevor es dann nachher zum Strip geht. Oh, Simba, you can go. Let's go, bro, let's go. You're free! Got you the gummy bears? Oma. No, it's not Oma, it was King Julian. Leute, wir sind wieder zurück. Für den einen oder anderen, der sich noch immer fragt, warum wir keine Reifen wechseln, das Auto ist mittlerweile abgemeldet und Versicherung auch schon abgemeldet. Also kommt sehr wahrscheinlich bald weg, steht aber immer noch rum. Okay, no John, 25, I'll put you on the list. See you shortly. Thank you. Ziemlich entspannter Tag bis jetzt. Meine Frau musste bis 11 Uhr arbeiten. Also, boah, hier bimmelt alles, du. Ja, meine Frau musste bis 11 Uhr arbeiten, also wie immer, Frühstück machen und also Sachen für die Kinder. Dann habe ich noch ein bisschen Sport gemacht draußen, dann waren wir kurz im Park. Dann konnte meine Frau ein bisschen Schlaf nachholen. Und ja, jetzt chillt die mit den Kindern erstmal Garage zu machen. Jetzt chillt die mit den Kindern und wir können zum Poker Room, Leute. Also los geht's. So, ab zum Poker Room, Leute. Wir haben direkt einen Sieg bekommen, aber Tisch 21, Leute. Das ist der schlechteste Tisch für uns, weil da der Manager sitzt. Also ich habe direkt Table Change genommen. Hoffentlich geht das schnell, damit wir ein bisschen Tisch spielen können. Skaten, Leute. Session mit einem Plus von 617. 17 oder 12? Warte mal. Wollt ihr nicht lügen? 17. Plus von 617 Dollar. Ich bin direkt rein in die Session und habe die ersten drei Hände direkt verloren. Aber auch ein bisschen zu viel Action gemacht. Also ich bin rein in die Session und habe direkt Action gemacht. Die ersten drei Hände direkt auch verloren. Erste Hand, da musste ich am Turn aufgeben, obwohl ich halt ganz viel Action gemacht hatte vorher. Preflop irgendwie gesqueezed und Flop gebettet und Turn musste ich dann aufgeben. Und dann die zweite Hand habe ich ein bisschen geblufft. War ein kleiner Pot mit 7-8. Und er callt mich dann mit Buben, hat Buben Preflop geslowplayed. Auf jeden Fall habe ich mir einen kleinen Image aufgebaut in ganz kurzer Zeit. Innerhalb von so zwei, drei Händen halt. Es kam ein bisschen so wie ein Maniac rüber. Also jede Hand spielt und dann blufft und also Sachen. Und das ist halt, ich war halt direkt $300 down. Und ja, für manche ist das dann halt manchmal ein bisschen tiltend, weil man will ja nie down sein und möchte ja direkt gewinnen. Ja, anstatt zu tilten, sollte man sich das eigentlich als Waffe oder beziehungsweise zum Vorteil nutzen. Denn jetzt hat man den richtigen Image und man wird auf jeden Fall ausbezahlt, wenn man eine gute Hand hat. Ja, also so ist es halt auch abgelaufen. Ich habe die ersten zwei, drei Hände halt Action gemacht und ein bisschen rumgeblufft und so weiter und mir mein Image aufgebaut. Und ab da habe ich irgendwie nur noch Premium-Hände bekommen, ein paar Mal Könige bekommen hier und da. Und ja, ich habe leider nie ein All-In gewonnen, aber einmal habe ich ein All-In mit Quartz 6er gewonnen, aber es war nur ein paar hundert Dollar. Ich sitze da die ganze Zeit mit 200 und sobald ich die da vom Tisch nehme oder beziehungsweise sobald ich ihre Chips gewinne, lädt die nach für 1500. Also wäre halt viel leckerer gewesen, wenn wir die 1500 gewonnen hätten.
Denn der Hand da war, hatte ich 6er gegen Buben. Habe ich schon wieder Quads gemacht, Leute. Ich glaube, das 4. Mal oder 5. Mal jetzt. Session lief auf jeden Fall gut. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch die 15K-Marke geknackt. Hier, seitdem ich wieder grinde, seit dem 1. Juni. Wir sind insgesamt 15.566 Dollar plus. Und jetzt in diesem Monat, für Oktober, sind wir bis jetzt 3.946 Dollar plus. Und da ist ein Bentley. Ach ja, und ich habe mich nicht weggesetzt. Ich wollte ja eigentlich meinen Tisch wechseln. Aber mein Tisch war mit Abstand der beste von allen. Also habe ich irgendwie so undercover die ganze Zeit gefilmt. Ich hoffe, ich habe genug Material sammeln können, damit ich was Cooles für euch zusammenbasteln kann hier in diesem Video. Wenn nicht, die letzten zwei Tage, wenn das jetzt ein bisschen schwach war, dann tut es mir leid, Leute, aber ich mache das Beste draus und sehen, was ich habe. Der fährt hier im Einkaufswagen durch den Strip. So, Leute, da habt ihr eure tägliche Dosis Las Vegas Strip auch noch bekommen. Für mich geht es jetzt ab nach Hause. Wir haben mittlerweile 10 Uhr abends. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit, um den Vlog zu schneiden. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart mal wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.